Jo Leute, ich habe mir gerade die Pressekonferenz von Schalke 04 angeschaut. Jetzt bekommt ihr nochmal ein paar Infos. Also, Huub Stevens ist unser neuer Trainer und Huub Stevens brennt, ist seine Aussage gewesen. Ja, da hat er mich auf jeden Fall schon wieder gekriegt. Außerdem, die Null muss stehen. Wie kann es anders sein? Also, sehr geil. Huub Stevens ist wieder da. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Ja, erstmal zunächst zum Trainerteam. Also Jochen Schneider ist auch auf der Pressekonferenz gewesen und hat gesagt, das Trainerteam bleibt. Also Naldo bleibt auch weiterhin Co-Trainer. Dort brauchen wir uns keine Sorgen zu machen und ist, denke ich mal, die richtige Entscheidung. Denn Naldo, ja, ist, denke ich, nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen, warum es jetzt so schlecht gelaufen ist. Also, Schneider war insgesamt sehr, sehr dünnhäutig auf der Pressekonferenz. Also war deutlich angegriffen, er war deutlich, hat sich deutlich provoziert gefühlt von den Fragen der Journalisten, was natürlich auch irgendwo verständlich ist. Angeblich, so schreibt es zumindest die Bild-Zeitung, ist Jochen Schneider auch nur deswegen noch im Amt, beziehungsweise der Kicker hat es geschrieben, deswegen noch im Amt, weil er sich sehr schnell von Manuel Baum hat lösen können, im Gegensatz zur ersten Entlassung, zur ersten Trainerentlassung von David Wagner. Das ist das Einzige, was ihm den Job angeblich noch gerettet hat. Und ja, wie gesagt, er war sehr dünnhäutig. Er hat aber auch ganz klar gesagt, er geht nicht aus der Situation raus. Er wird sich nicht verabschieden. Er wird das, in Anführungsstrichen, das sinkende Schiff nicht verlassen. Und ist auf jeden Fall eine sehr löbliche Einstellung. Hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass er ja auch, wenn er gehen muss seitens des Aufsichtsrats, dass er dann auch auf eine Abfindung verzichten würde. Und ja, genau. Das hat aber im Nebenbeisatz einfach nur nochmal gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, die ihm auch, ja, die eine oder andere Frage gestellt hat. Also, Schneider sagte, sie waren generell einfach nicht von Manuel Baum überzeugt, dass er weiterhin erfolgreich sein kann. Und jetzt ist es einfach an der Truppe zu zeigen, ja, dass sie es noch können, dass sie das Spiel gewinnen können. Huub Stevens ist gefragt worden, wie er jetzt die Situation einschätzt. Und er sagt, es ist doch deutlich noch die schwierigere Situation als die vor 2 Jahren. Das hat er ganz offen und ehrlich auch gesagt. Generell ja, glaubt er aber eben nicht, dass Schalke 04 das nicht schaffen wird, sondern er ist positiv, er ist optimistisch und hat sich sehr, sehr gut präsentiert, wirklich auf der Pressekonferenz. Kann man nicht anders sagen. Okay, also wir stehen einen Tag vor unserem nächsten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld und wir schauen uns mal an, was der Gegner so mit sich bringt. Da auf dem Foto könnt ihr sehen, den Trainer, das ist nämlich Uwe Neuhaus, der Trainer von Arminia Bielefeld. Das ist unser nächster Gegner und Arminia Bielefeld steht aktuell auf Rang 16. Die letzten beiden Spiele haben sie verloren gegen direkte Konkurrenten, gegen Augsburg und gegen den SC Freiburg. Allerdings davor aber auch einen Sieg eingefahren gegen Mainz 05, die ja wiederum auf Platz 17 stehen. Also chancenlos ist Arminia Bielefeld nicht in der Bundesliga und erfolgreichster Torschütze ist Ritsu Doan, der hat im Moment 2 Tore. Also die haben nicht wirklich einen Goalgetter, sondern die kommen eher über die Mannschaftsleistung beziehungsweise ja, über die Mannschaftsleistung. Schauen wir uns an, wie das aktuell im Vergleich aussieht. Da sehen wir erst einmal, Bielefeld ist keine Übermannschaft, definitiv nicht. Die Bielefeld ist wirklich zu schlagen, auch aufgrund einzelner statistischer Werte, wie zum Beispiel der Anzahl Torschüssen, Anzahl Sprints, Ballbesitzquote und der Passquote, wo wir besser sind. Ja, es ist nicht alles komplett verloren jetzt in den nächsten Spielen. Natürlich könnten wir es schaffen, dieses Spiel zu gewinnen, aber es ist wirklich von der Mannschaft abhängig. Wenn sie sich wieder so präsentiert wie gegen den SC Freiburg, werden wir sang- und klanglos untergehen. Und die Bielefelder zum Beispiel sind auch einfach die deutlich fleißigere Mannschaft. Das sehen wir zum Beispiel an den gelaufenen Kilometern. Das ist Liga-Höchstwert. Das ist wirklich, wirklich
Stark. Weniger Gegentore bekommen sie auch. Also, wie gesagt, Arminia Bielefeld hat bislang die deutlich bessere Saison als Schalke 04 gespielt. Ist ja auch kein Wunder. Wir stehen auf Rang 18, die auf Rang 16. Okay, gucken wir weiter. Das ist unsere voraussichtliche Aufstellung. Wie Huub Stevens jetzt natürlich aufstellen wird, das bleibt natürlich ihm überlassen und das müssen wir einfach abwarten. Das halte ich aber durchaus für realistisch. Fährmann im Tor, auf der linken Seite wieder Otschipka. Leute, ich weiß, sehr, sehr viele von euch fordern im Moment Hamza Mendil, aber ich sehe bei Mendil auch nicht wirklich den Mehrwert. Also wenn ich ihn gestern schon wieder über die linke Außen, vorgestern wieder über die linke Außenbahn hab rennen sehen. Ich habe da nicht wirklich die Ansätze gesehen, warum Hansa Mendil deutlich besser spielen sollte als Bastian Oczypka. Also Oczypka auf der linken Seite, auf der rechten Seite Benjamin Stormoli und in der Innenverteidigung weiterhin Sané und Kabak. Auf den Sechserpositionen keine Frage, da wird mindestens Omar Mascarell spielen. Auf der zweiten Sechserposition, insofern es sie denn gibt, wird Serdar wohl spielen. Ansonsten geht Serdar natürlich auf die 8. Auf der linken Seite Benito Raman, auf der rechten wird wahrscheinlich Schöpf spielen. Ich glaube nicht, dass Huub Stevens Matondo einsetzen wird. Kann aber auch gut sein, je nachdem, wie er die ganze Situation einschätzt. Und als Zehner habe ich jetzt mal aufgestellt Nassim. Harit kann natürlich auch sehr gut sein, dass Harit aufgestellt wird. Es bleibt abzuwarten, was Huub Stevens in dem Falle wirklich sagt. Und als Stürmer Ahmed Kutucu. Das ist unser einziger Stürmer, den wir aktuell haben. Ich glaube nicht, dass er auch Nassi Bujalab in den Sturm einsetzen wird, wie Manuel Baum es jetzt zum Schluss gemacht hat. Wir werden allerdings sehen. Wir werden es sehen. Also, noch einmal kurz meine Einschätzung. Ich bin nicht mehr so negativ eingestellt wie jetzt noch zu Anfang der Woche. Dennoch bleibe ich meinem Tipp treu. Ich sage, dass diese Mannschaft, die jetzt gerade schon wieder einen Trainer verschlissen hat, dass die jetzt auch am Wochenende nicht gewinnen wird. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so tippe. Es gibt aber jetzt genügend Gründe auch zu glauben, dass wir mit Huub Stevens vielleicht doch einen Sieg einfahren. Insofern, ich habe gerade das Vertrauen zur Mannschaft verloren. Ich sage es euch ganz ehrlich. Aber ihr könnt euch ja auch nochmal die Tipps anschauen von Thiele und von Real Nico. Die kommen nämlich jetzt im Anschluss und ja, das ist erstmal meine Einschätzung dazu. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall ein geiles Spiel morgen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wir schauen das Spiel auf jeden Fall wieder gemeinsam. 15 Uhr morgen geht's los. Hier auf diesem Kanal Live-Reaction zum Spiel Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Und ja, schaut euch noch die Tipps an von Thiele und Renico und dann macht's gut. Ciao. Ja, Kesti, was soll ich euch sagen? Ihr macht natürlich harte Zeiten da gerade durch auf Schalke. Erstmal liebe Grüße natürlich an dich und deine Community, von mir, Real Nico. Ja, jetzt geht's gegen Bielefeld. Es tut mir leid, ich sehe da jetzt gerade aktuell einfach auch keinen Sieg. Ich war die letzten Wochen ja auch immer so ein bisschen positiv da für euch und habe da auch versucht, für euch noch zu tippen und Stärke da zu zeigen, aber ich sehe einfach bei dem Spiel Schalke Bielefeld keinen Gewinner auf dem Platz. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand gewinnt. Ich sage 2-2 und wünsche euch aber das Beste, drücke euch die Daumen und ja, viel Glück, viel Energie, viel Kraft und schöne Weihnachtstage. Glück auf, liebe Schalker, und hier kommt mein Tipp für unser Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Es wird ein Abstiegsduell am 13. Spieltag. Ja, es ist soweit. So langsam muss mal was kommen und wir haben einen neuen Trainer. Huub Stevens ist jetzt wieder auf der Trainerbank. Ich glaube aber trotzdem, dass es extrem schwer werden wird. Ich tippe hier auf ein 1 als Unentschieden, weil ich einfach aktuell in der Mannschaft nicht sehe, dass dort der letzte Wille da ist, letzte Glaube auch da ist und vor allen Dingen das letzte Verständnis für die Lage da ist. Und ja, ich würde mir wünschen, dass 3 Punkte kommen. Alleine für die Sieglosserie natürlich, aber eben auch fürs Punktekonto. Denn allein durch einen Sieg wird es nicht besser oder wird es nicht automatisch ja, zwingend besser werden. Aber dann haben wir zumindest mal 3 Punkte auf dem Konto, was wichtig ist. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Mein Tipp dort ein 1:1 Unentschieden. Ich wünsche uns allen viel Erfolg für dieses Spiel als Schalker-Fans. Danke dir, Casey, auch heute wieder mit dabei sein zu dürfen. Und dann wünsche ich euch noch allen gemeinsam ein schönes Weihnachtsfest.